Hallo und herzlich willkommen YouTube. Wir sind heute wieder auf Streife mit unserem Frank Miller und mal gucken, ob wir heute ein bisschen bugfreier durch das verdammte Spiel. Wir haben eine Verkehrskontrolle, die besetzt werden muss. Unterwegs. Obwohl wir noch am Schreibtisch sitzen, sind wir unterwegs. Officer Frank Miller. So, heute ist eigentlich wieder Verkehrsstreife. Also. Wir hatten in den letzten Tagen unzählige Anrufe wegen der Parksituation. Halten Sie die Augen offen, ja? Verstanden. Na, ich fahr erstmal dahin, Mann. Im GTA Store. Was ist jetzt los? Kriegt die Karre in den Griff, Junge. Wow, was ist denn mit dem los? Schalt richtig. Junge, Junge. Der fährt ja richtig beschissen mit dem Wagen. Dieses Spiel, ey. Glück in der Zeit. Mann, Junge. Bin im Einsatz. Bin jetzt bei der Verkehrskontrolle. So, richte eine Verkehrskontrolle ein, um Fahrzeuge zu stoppen und zu kontrollieren. Ah ja. Hey, fahren Sie rechts ran, ich möchte mit Ihnen sprechen. Na, das hat ja gerade noch so geklappt, ne? Was ist denn jetzt los? Aber... Bitte kooperieren Sie im Rahmen einer Routinekontrolle. Wie kann ich helfen, Officer? Na, ich hätte jetzt erstmal die Dokumente. Bitte zeigen Sie mir Ihren Führerschein und den Fahrzeugschein. Ja, Officer. Bitteschön. Können Sie das Fenster ein bisschen weiter runter machen? Das ist doch irgendwie... Naja. 12.05.23, okay. Versicherung? Ja, oh, na gut. In Ordnung, Sie können dann gehen. Schönen Tag noch. Fahren Sie weiter, da kommt schon der Nächste an Ihr Hals. Hey, hey! Fahren Sie an den Straßenrand! Das war wohl zu spät, was? Das hat ihn nicht mitgekriegt. Aber den hier, den holen wir uns. Hey, hey! Fahren Sie an den Straßenrand! Mein Gott, aber Sie kacheln auch was lang hier. Na, wenigstens macht sie mal das Fenster ganz runter. Tun Sie einfach, was ich sage und kooperieren Sie bei der Routinekontrolle. Was habe ich falsch gemacht, Officer? Was soll das? Ja, nicht noch. Noch. Würden Sie mir bitte Ihren Führerschein und den Fahrzeugschein zeigen? Okay, Officer. Bitteschön. Dann zeig ich mir ja die Papierchen. Was ist das denn? 20.04.25. Kacke! 23.07. Diese Person spricht undeutlich. Verlassen Sie bitte Ihr Fahrzeug und kommen Sie auf den Bürgersteig. Ja. Undeutlich leid ihr oder was? Ja. Nein. Ich wollte doch nur zurückgrüßen. Yeah. So. Haben Sie denn ein bisschen was getrunken? Okay, wir schauen nur nach, ob Sie unter Alkoholeinfluss stehen. Die ist unter Alkohol. Hallo, Drogen? Ich nehme nur eine Probe, um zu prüfen, ob Sie unter Drogeneinfluss gefahren sind. Dieses Pustgeräusch bei den Abstrich da. Nee, das hat sie nicht. Aber. Versicherung ist abgelaufen. Sie bekommen einen Strafzettel wegen Fahrens ohne Versicherungsschutz. Mein Anwalt wird sich darum kümmern.
Na, ich hoffe auch um ihr Alkoholproblem, was? Wo war denn das hier? Fahren. Hä? Erlauben Sie mir eine Durchsuchung. Nur okay, für den Fall, dass Sie etwas Illegales falsch Programm durch bei der. Aber ich muss doch auch noch mal. Nee, nicht. Kann nicht unter Alkoholeinfluss? Arbeiten Sie bitte mit mir zusammen, während ich eine Probe nehme, um zu sehen, ob Sie betrunken sind. Alkohol, ich weiß ja gar nicht. 0,067. Blutalkoholkonzentration. Ja, aber ist jetzt nicht schlimm, oder was? Alkohol oder Drogenmissbrauch am Steuer. Ich muss Sie wegen Trunkenheit am Steuer festnehmen. Wir werden sehen. Ich brauche Verstärkung, um eine verdächtige Person festzunehmen. Ich wiederhole, Verstärkung benötigt. Verstanden. Die nächstgelegene Einheit wird an Ihren aktuellen Standort geschickt. Naja, der hier muss weg, ja. Ich habe hier einen Wagen, der abgeschleppt werden muss. Schick bitte den Abschleppwagen an meinen aktuellen Stand. Alter, ich leiste so gute Arbeit. Wird in ein paar Minuten eintreffen. Kann nicht wahr sein. Was machen die denn da? Alter, was passiert hier? Junge, fahr doch weiter. Ja genau, du musst weg da, Junge. Ich verstehe die Logik nicht von denen. Wie bescheuert die alle fahren. Guck mal, sie kommt jetzt von da hinten angerannt, um sie hier mitzunehmen. Ich blicke hier nicht durch, wirklich. Also das bisschen hier hat die stört, deswegen sind die nicht weit. Ich muss weiter weg, ne? Plus 10. Du hast einen Abschleppwagen angefahren. Achso. Das ist mir egal. Nicht der Abschlepp. Ich würde gerne wissen, was mit ihr hier ist. Hast du gut gemacht. Danke, wird vorbeischauen. Mann, ist der Polizist hier wirklich über den Pylon hier gefahren? Oh, was war mit meinem Bein? Sah richtig scheiße aus. Was ist jetzt das Problem hier? Sollte ich hier... Oh, wer hat denn das Auto hier so kaputt gemacht? Du, ich darf das. So. So, du hast ein fälliges Fahrzeug angehalten. Du hast einen Fahrer aus dem richtigen Grund festgehalten. Rechne die Ausweiskontrolle. Diese Person spricht undeutlich. Genau. Alkohol, bla bla bla. Anlegen von Handschellen. Du hast eine Person Handschellen angelegt, obwohl sie nicht Falsches getan hat. Aktion. Unrechtliche Anforderungen. Hä? Deswegen Alkohol und Drogen ist aber Steuer. Für Alkohol während einer Ferge. Du hast diese Person bereits auf Substanz getestet. Achte. Verlassen und die Person aus dem Grund, richtigen Grund festgenommen. Ja, naja, toll. So, Test wegen Alkohol und Drogenmissbrauch am Steuer sind Bestandteil einer Verkehrskontrolle. Test wegen Alkohol und ja, und? Ich blick da nicht durch. Wieso, was ist denn da falsch? Soll ich die weiterfahren lassen? Wer hat denn mein Auto so kaputt gemacht? Kann mit meiner verraten? Halt mich jetzt wieder festgebackt. So, was ist denn jetzt? Fahren jetzt die Autos wieder durch oder was? Blick hier nicht durch. Was ist denn mit der Alten da hinten? Jetzt steht die ja mitten auf der Straße da hinten. Alter Junge. Hey, hey! Fahren Sie an den Straßenrand! Warum?
Hey, hey, fahren Sie an den Straßenrand! Hey, hey, fahren Sie an den Straßenrand! Nimm doch die Pylom-Dinger nicht mit hier. Oh Gott, wie stellen die sich an? Guck mal, so ist besser, ja. So, ey, bitte kooperieren Sie im Rahmen einer Routine. Ah, machen Sie doch alle. Was für eine Zeitverschwendung! Was ist denn jetzt los? Einmal den Ausweis und die Versicherungskarte, bitte. Bitte sehr, Officer. Ach, jetzt sind wir freundlicher. Junge. Abgelaufen, Führerschein. Super. Sie bekommen einen Strafzettel wegen des abgelaufenen Führerscheins. Macht $75 bis $150. Mein Anwalt wird sich darum kümmern. Ja, ich hoffe, er weiß die Schönen Kohle. Schönen Tag noch. Auf Wiedersehen. Hallo, Officer. Hallo. Ja, in der Zeit sind hier erstmal alle durchgefahren. So, dich hier kontrolliert. Hey, fahren Sie rechts ran. Ich möchte mit Ihnen sprechen. Mann, du fahr weg. Du fahr ran. Gut, wenigstens hat sie ja Stau aufgelöst, aber die kommen da immer noch nicht klar. Routinekontrolle. Bitte kooperieren Sie. Was für eine Zeitverschwendung! Oh, immer frech werden hier. Führerschein und Fahrzeugschein, bitte. Ja, Officer, bitteschön. Boah, Glück gehabt. Ja, ihr Glück. Sie können jetzt gehen. Schönen Tag noch. Ja, oh, macht das der Land hier winst. So, hat sie jetzt hier komplett aufgelöst, ne? Was ist denn mit dem Taxi? Hey, hey! Fahren Sie an den Straßenrand! Ja, aber verursacht keinen Stau, wenn sie hält. Und keinen Unfall. Ich hab das nur gemacht, damit er endlich den Stau da auflöst. Das ist ja furchtbar. Guck mal, jetzt fahren sie wenigstens. Ja, die haben ja alle eine Macke. So. Bitte folgen Sie meinen Anweisungen und kooperieren Sie bei dieser Routine. Die kenne ich doch. Was kann ich tun, um zu helfen, Officer? Mir erstmal deine Papiere. Ich hätte gerne Ihren Führerschein und, wenn möglich, die Fahrzeugversicherung, bitte. Okay, Officer. Bitteschön. Sehr freundlich. Ja. Oh, noch gültig. Auch noch gut, ja, aber das nicht mehr lange, du. Monat hast du noch. Alles in Ordnung, Sie können weiterfahren. Auf Wiedersehen. Ach, schade, den SUV hätte ich gerne gehabt. Was ist denn da mit dem Sportwagen? Hey, hey, fahren Sie an den Straßenrand! Uff, hey, hey, fahren Sie an den Straßenrand! Was macht sie denn? Bist du Bläne Birne oder was? Aufklärung einer Situation erforderlich. Ist jemand einsatzbereit? Sie können weiterfahren. Auf Wiedersehen. Ich kümmere mich darum. Nimm einen leichten Unfall auf, das tun wir. Keine Zeit jetzt für den Dreck hier. Weiß jetzt auch mit der Sirene. Mann, fährt der Scheiße mit dem Wagen. Oh, ich slide! Alter, aber was? Mann! Der steht falsch rum. Scheiße. Muss ich mir aber mal andere Sachen kümmern hier. Uha! Erstmal mal ein paar Fotos, ne? Ja, kannst du ruhig mit auf dem Bild.
Da sind wir ja nicht so, ne? So, habe ich alle. Die Frontscheibe auch, die hatte ich auch, oder? Die hat er ja so mitgenommen. So, was haben wir denn hier? Zack. Scheibe ist doch auch kaputt hier hinten alles. Das nimmt er nicht auf. Ist hier bestimmt ein Kopf gestoßen oder so. So wie das aussieht hier. Zack. So. Okele. Lass mal die Scheiße jetzt da in Ruhe. So. Unfallzeuge. Sagen Sie mir, was Sie gesehen haben. Diese Person war viel zu schnell. Mhm. Haben wir einen Augenzeugen oder so? Irgendeiner, der noch was gesehen hat, der an der Bushaltestelle fehlt. Also, was ist denn hier? Können Sie mir sagen, was Sie gesehen haben? Ich habe das Tempolimit eingehalten. Okay. Madam? Haben Sie was gesehen? Nee. Schade. Hat sie was gesehen? Hallo? Mann, ey. So, na dann. Zeigen Sie mir bitte Ihren Ausweis und die Fahrzeugversicherung. Klar, bitte sehr, Officer. Zeig mir ja, vielleicht ist da was. 17.03.22, abgelaufen. Versicherung ist noch gültig. Ich rieche Alkohol an. So, da gibt es erstmal eine Strafe. Das ist der Führerschein abgelaufen. Sie bekommen einen Strafzettel und ein Bußgeld zwischen 75 und 100 Dollar wegen Nutzung des abgelaufenen Ausweises. Er kam von hinten mit normalem das Tempo ist viel Geld. Und voll reingebrettert in die Alte. So sägt er da. In Ordnung, ich werde nur mal schauen, ob Sie unter Alkoholeinfluss stehen. Ja. Ja, aber... Ist das blöde? Warte mal. Alkohol- oder Drogenmissbrauch am Steuer. Hallo, hallo. Das sieht er ja nicht. Beschissene Scheiße. So, verhaftet eine Person wegen des Fahrers unter Alkoholeinfluss. Der erlaubte Blutalkohol in Brighton beträgt 0,08. Sie war drüber. Sie sind wegen Trunkenheit am Steuer festgenommen. Bitte kooperieren Sie und gehen Sie auf den Bürgersteig. Aber die andere war auch drüber beim letzten Mal, oder? Oh, geh auf den Bürgersteig. So, was ist mit dir jetzt hier, Kalle? So. Führerschein und Versicherungskarte, bitte. Ja, natürlich, Officer. Na du, ja, klang dann den Dreh raus, ne? Alle gültig. Oh, Mike, noch einen Alkoholtest? Ich nehme nur schnell eine Probe, um zu sehen, ob Sie betrunken gefahren sind. Meh, nichts. Der ist clean. Alles klar. Sie dürfen gehen. Schönen Tag noch und passen Sie auf sich auf. Nein. Ich habe vergessen, Ihnen den Unfallbericht zu geben. Scheiße. So, Wachtel. Bitte nehmen Sie Ihren Unfall. Scheint in Ordnung zu sein. Danke, Officer. Hinten die Handschuhe, die Eise, krass. Handschuhe abnehmen, verhaften, Person. Ah, ja, okay, gut. Grund für den Vorwurf? Die Handschuhe im Kommen. Na, danke. Mann. Mann, ey, jetzt drücke ich an dort falsch. Ich wollte Gefängnistransport. Die Handschuhe bleiben dran. Officer? Ich muss Sie festnehmen wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss. Genau. Zack, so. Ich brauche Verstärkung, um eine verdächtige Person festzunehmen. So, ein Schuh draus. Verstanden. Wir schicken Ihnen sofort einen Wagen.
Zack. So. Ein Auto muss abgeschleppt werden. Schicken Sie mir einen Abschleppwagen an meine aktuelle Position. Klar, ein Abschlepper ist schon am Standort. Da hinten kommt er, wa? Steht an einer roten Ampel, Sack. So schön. Einbuchten da. Die muss weg. Die ist ja keine Kleinkriminelle mehr, die ist ja schwerstkriminell. Völlig krank, ey. Ja, genau. Nimm das mal mit hier, die Vehikel. Leichter Unfall, ey. Der Teil ist völlig demoliert da. Der hoch. So, was haben wir denn da? So, unrechtliche Anlegen von Handschellen. Warum? Ja, jetzt habe ich das auch so noch zweimal Gefangenentransport. Aber ich verstehe nicht ganz, wie soll das sonst funktionieren? Sie darf ja nicht unter Drogeneinfluss fahren. Ich habe hier einen Wagen, der abgeschleppt werden muss. Schick bitte den Abschleppwagen an meinen aktuellen Standort. Oder habe ich da was falsch verstanden? Ein Abschlepper wird in ein paar Minuten eintreffen. Normalerweise, ich habe ja keine andere Wahl. Ich kann sie nicht Strafzettel ausschreiben wegen Alkohol. Ich kann sie nur verhaften. Ja, und dann, was soll ich dann machen? Die war drüber, oder? 0,08. Und die war bei... Wo war die eigentlich? Kein Plan. Wenn er sonst würde er nicht sagen, riecht nach Alkohol. Alter, die Karre ist so laut. Ich gebe mal weniger Gas. Ich gebe einfach mal weniger Gas. Welches Fahrzeug? Ja, okay. Mein Auto ist auch ein bisschen kaputt. Ich weiß ja nicht warum. Hab noch nie jemanden so beschissen fahren. Man kann ja nicht schalten, der Typ, oder was? Hört ihr das an? Als wenn er sich verschaltet. Hier. Was dreht der denn die Gänge so hoch? Dritter Gang. Alter, ist der wahnsinnig. So beschissen fahren. Ich gebe schon extra weniger Gas. Vielleicht dann das Auto nehmen? Wer ist denn das? Steig ein, den müssen wir holen. Wie war das jetzt nochmal? Ah. Mann, Alter, die ganzen Knöpfe, ich muss ja erstmal. Das Auto ist viel zu laut da vorne. Mein Gott, ey. Plötzlich? Ruhig bleiben, Kollege. Alter, Finne, was ist denn mit deiner Karre los? Ich muss Sie festhalten, da Sie ein übermäßig lautes Fahrzeug führen. Okay, Officer. Ich gebe zu, mein Auto ist nicht im besten Zustand. Ihren Führerschein und Ihren Fahrzeugschein. Ja, erst schreit. Ja, natürlich, Officer. Und dann rede ich leise. Oh.
Du kriegst eine Strafe. Ich werde sie mit einem Bußgeld in Höhe von $100 wegen Fahrens eines übermäßig lauten Wagens belegen müssen. Sie vermiesen mir den Tag. Wird noch schlimmer. Steigen Sie bitte langsam aus dem Wagen und gehen Sie auf den Bürgersteig. Endlich. Das tut uns beiden ganz gut. Lauf nicht so arrogant. So. Jetzt müssen wir mal kicken, warum sie so nervös sind. Teste okay, mal kurz, wir schauen nur nach, ob sie unter Alkoholeinfluss stehen. Nicht schlecht. Ich muss nur eine Probe nehmen, um zu sehen, ob sie unter dem Einfluss illegaler Substanzen stehen. Amphetamin. Ja, siehst du, das geht jetzt wieder nicht. So, Alkohol oder Drogenmissbrauch am Steuer, Amphetamin. Ich muss sie festnehmen wegen Fahrens unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Bitte, Officer! Da wird ja nie gequatscht. Ich brauche Verstärkung, um eine verdächtige Person festzunehmen. Verstanden. Wir schicken Ihnen sofort einen Wagen. Oh, die waren aber schnell. Der hier kommt weg. Ein Auto muss abgeschleppt werden. Schicken Sie mir einen Abschleppwagen an meine aktuelle Position. Klar, ein Abschlepper ist schon unterwegs zu Ihrem Standort. Ich habe gerade in deiner Nähe geparkt. Bin gleich bei dir. Hey Partner, ich habe gerade in deiner Nähe geparkt. Ich werde die verdächtige Person direkt in Haft nehmen. Du ich bitte Sie zu kooperieren und mich zum Streifenwagen zu begleiten. Hey. Ich habe keine andere Wahl. Hey Partner, ich nehme die Gefangene hat dir gerade in den Schritt getreten. Oh, ist ja alles unter Kontrolle oder was? Was ist los? So. Plus 80. Das ist schon mal sehr gut. Oh, jetzt kann der da ran, genau. Da kann ich ja weiterfahren. Mag noch irgendwas hier hinten? Ne, brauche ich eigentlich nicht, ne? Steig mal einer. Was ist hier passiert? Alter Finne, hier ist ja was abgegangen. Hier liegen Verletzte. Ich habe hier eine verletzte Person, Rettungswagen erwähnt. So, wir machen das jetzt nach und nach. Erst ein Rettungswagen. So, jetzt quatschen wir erstmal mit ihr hier. Sagen Sie mir, was Sie gesehen haben. Ich gebe zu, ich habe die Kontrolle über mein Auto verloren, Officer. Die wollen mich verarschen, oder? Wo ist denn der andere? Da hinten. Das ist der andere Unfaller. Was haben Sie gesehen? Ich gebe zu, ich habe die Kontrolle über mein Auto verloren, Officer. Was ist denn hier los? Dann schauen wir mal. Können Sie mich hören? Ich bin immer noch geschockt. Mir geht's aber gut. Der Schock ist größer als der Schmerz. Schaffen Sie es allein zum Rettungswagen? Wir müssen uns das näher anschauen. Zeigen Sie mir Ihren Führerschein und die Fahrzeuge. Das kriege ich hin, denke ich. Okay, Officer. Bitteschön. Na, zeig her die Papiere. Ah, ist noch gut. Das auch, leider. Riecht nach Alkohol, Alter. Sind die alle besoffen hier? Bitte kooperieren Sie friedlich, während ich teste, um zu sehen, ob Sie betrunken sind. 0,09. 7. 0,097. So. 0,097. Sie ist bei 0,097 und 0,08 ist erlaubt. Also könnte ich sie doch jetzt verhaften. Aber ich werde mal noch warten. Okay, dann schauen wir mal. Ach guck mal, wir brauchen noch einen. Es tut weh, aber es geht schon. Okay, gut. Können Sie selbst gehen? Bis zum Krankenwagen, wo wir Sie weiter müssen. Ihre Schicht ist um, Officer. Meine Schicht ist um, wenn ich das sage. Hat jetzt ja ein Foto gemacht? Ja. Officer? Halt die Klappe.
Das hat was gehabt. Die haben sich doch hier besoffen und Rennen geliefert. So würde ich sagen, sieht das hier aus. So. Zeigen Sie mir bitte Ihren Ausweis und wenn möglich einen Versicherungsnachweis. Bitte sehr, Officer. Wenn die jetzt auch nach Alkohol riecht. Alkohol riecht. Oh Mann, ey, Versicherung ist abgelaufen. Sie bekommen einen Strafzettel wegen Fahrens ohne Versicherungsschutz. Mein Anwalt wird sich darum kümmern. Hier, Ihr Unfallbericht. Okay, danke, Officer. Das war's. Sie können jetzt gehen. Schönen Tag noch. Ich habe hier einen Wagen, der abgeschleppt wird. Abschleppen? Schick bitte den Abschleppwagen an meinen aktuellen Standort. Ein Abschlepper wurde bereits an Ihrem Standort geschickt. So, Sie hier. Sie sind wegen Trunkenheit am Steuer festgenommen. Bitte kooperieren Sie und gehen Sie auf den Bürgersteig. Bitte tun Sie das nicht. Geh auf den Bürgersteig. Du sollst auf den Bürgersteig gehen. Ach, und dein Unfallbericht. Hier ist Ihr Unfallbericht. Alles klar. Danke, Officer. Na, kein Problem. Ich gebe dir das einfach hinten in deine... Ich brauche Verstärkung, um meine Person festzunehmen. Verstanden. Ich schicke die nächstgelegene Einheit an Ihren Standort. So, genau. Da kommt der Abschlepper. Das machen wir hier noch ganz lässig. Wo ist denn hier das? Von wo? Da ist schon wieder ein Unfall passiert, ne? Ne, der qualmt nur so extrem. Die Sportkarre hier. Naja, was soll's. So. Da hinten kommt der Polizeiwagen. Das machen wir jetzt noch ganz in Ruhe hier mit. So viel Zeit muss sein. Ciao. Danke. So, den lassen wir jetzt auch noch abschleppen hier. Hier muss ein Fahrzeug abgeschleppt werden. Könnt ihr einen Abschleppwagen an meinen aktuellen Standort schicken? Ein Abschleppwagen wird in Kürze eintreffen. So, aber dann kann der Verkehr hier auch wieder in Ruhe weitergehen. Von wo, da hinten kommt der Abschlepper. Ja, super, der kommt ja auch nicht durch. Das ist ja natürlich herrlich. Da ist die Verstärkung. Genau, fahren Sie mal einfach weiter. So, genau, jetzt der nächste. Der Rote kann noch weiterfahren. Mann, ich verstehe das nicht. Wie, wenn es sein muss? Du bewegst deinen Arsch da, ey. Ey, krass aus. Alle Zeugen haben einen Bericht erhalten. Wer? Hallo? Ja. Ach, da kriege ich echt Punkte für, ja? Plus 2. So. Na, du machst hinne. Das muss doch hier auch mal ein bisschen schneller gehen. Mein Gott. Ja, so, tut mir leid. So entsteht ein Stau, ne? Weil auch der Krankenwagen kommt nicht weg mit den Verletzten da drinne. Ja, gut gemacht hier, oder? Rechtmäßig anlegen an Handschellen, von Handschellen. Nach Auswertung aller Beweise hat sie die Person rechtmäßig verhaftet und ihre Handschellen angelegt. Nee, endlich mal. Dann waren die davor wohl da drunter. Eigentlich haben sie drauf geachtet. Warum ist denn der Bullenwagen jetzt weiter hinten? Ey, warum hat der... Es ist mir auch eigentlich scheißegal. Ich habe jetzt Dienstschluss. Ich fahre jetzt zur Wache. Ab. Ab zum Feierabend. Boah, ist die Karre laut. Mann, da muss ich beim nächsten Mal den Sound von den Karren leiser machen, weil vor allem er kann auch überhaupt nicht mehr schalten, ne?
So. Schicht beenden. Wunderbar. Passwort Frank Miller. Sehr schön. Eigentlich alles im Allem ganz gut. Minus 10, scheiße. Minus 5, minus 15. Oh, scheiße! Noteinsatz. Schwerer Unfall. Du hast ja einen neuen Einsatztyp freigeschaltet. Ach du Scheiße, schwerer Unfall. Beim nächsten Mal gibt's schwere Unfälle. Freut euch drauf. So. Das war's für die Folge. Polizei Simulator. Ich hoffe, es hat euch unterhalten. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Haut da rein. Ciao.